können wir gleich loslegen. Aufgewacht, könnt ihr euch auch gerne ein Kissen hier und das Steißbein schieben hier. So ein bisschen aufgerichtet zu sitzen. Und kommt hier erstmal an. Wie fühlt ihr euch heute? Sonne scheint. Was bringt der Tag für mich am heutigen Tag? Was wünsche ich mir? Atmet mal ein. Und atmet aus. Alle Wünsche für den heutigen Tag nehmt ihr auf in euch. Neue Energie. Und ausatmen. Die letzte Müdigkeit raus aus eurem Körper. Und macht so, wie ihr euch heute fühlt. Ihr seid ja noch ein bisschen müde. Macht die Bewegung so weit, wie es sich gerade für euch gut anfühlt. Vielleicht seid ihr heute besonders gut drauf oder noch nicht ganz wach. Wir fangen einfach an. Aus dieser Schneidersitzposition strecken wir uns hier nochmal. Oh. Sorry, man gähnt hier nicht so vor der Kamera, aber gähnen zu Hause, wenn ihr euch nicht beobachtet fühlt, macht es einfach. Zur rechten Seite beugt ihr euch. Spielt hier mit dem oberen Arm. Oh, wenn ihr gähnen müsst, gähnt ruhig. Bringt neue Energie. Dann kommt das rechte Bein nach vorne, kommt hier mit geradem Rücken, Brust zieht nach vorne, krabbelt seitlich eures Beines entlang Richtung C. Nicht krumm werden im Rücken. Euer Körper sagt euch, wie weit er gehen möchte. Dann kommt ihr nach oben, noch einmal sich sie langziehen und der rechte Arm dreht zur linken Seite, die rechte Hand am Oberschenkel ablegen, linke Hand hinter euch abstützen. Handrücken gegen den linken Oberschenkel. Einatmen, macht euch lang. Ausatmen, kommt ihr in die Rotation. Bauchnabel zieht ein wenig nach innen. So. Zur anderen Seite. Hier. Löst ihr auf. Krabbel, krabbel, krabbel Finger. Und durch die Nase einatmen. Durch den Mund leicht geöffnet ausatmen. Hier streckt ihr euch nochmal nach oben. Über rechts rotieren, linke Hand seitlich des rechten Oberschenkels absetzen und nach hinten abstützen. Linke Hand rücken gegen das Bein, leicht drücken. Ein Arm wächst hier in die Länge. Ihr wächst hoch zur Decke. Ausatmen, kommt hier in die Rotation. Gute Laune einatmen. Und ihr kommt nun mit den Händen nach vorne. Und wir bewegen uns in der Wirbelsäule. Runden. Und ins Hohlkreuz kommen. Bewegt euch jetzt hier mal so, wie ihr es gerade braucht. Man kann auch seitlich kreisen. Immer runden.
und langer. Man kann auch auf die Unterarme gehen, wenn sich die Handgelenke noch nicht so gut anfühlen. Und die bewegliche Katze darf hier sich in alle Richtungen breit machen. Seid auch hier einfach kreativ und kommt in die Bewegung. Vielleicht sagt euer Körper euch ja, was er gerade braucht. Und dann dürft ihr euch vorne die Arme langgestreckt ablegen mit der Stirn. Schön geöffnet. Schultergürtel. Vielleicht möchtet ihr den Po auch nach hinten ziehen, auf die Fersen. Dann könnt ihr euch hier auch in die Position des Kindes begeben. Füße innen schließen. Dann rollt ihr euch auf und legt euch nochmal hier schön auf den Bauch. Die Füße anheben, die Fersen berühren sich, Füße nach außen. Und ich komme mal so zu euch, können sich jetzt hier, die Fersen berühren sich und dann kommt ihr mit der Ausatmung immer ein Stückchen tiefer mit den Füßen. Bleibt mal hier so 2 bis 5 Minuten einfach liegen. Ihr könnt gerne die Pause-Taste betätigen. Schön geöffnete Hüften. Jetzt die Fußsohlen zusammenbringen. Könnt ihr gerne variieren. Wenn ihr dann nach einer gewissen Zeit euch aus der Position zurückbewegen wollt, bringt ihr die Füße hier zusammen, die Knie und legt die Beine lang. Und rollt auf den Rücken. Hier könnt ihr euch mal umarmen. Und im unteren Rücken euch was Gutes tun. Kreuzbein. Wir rollen. Auch hier könnt ihr euch noch mal ein Kissen unter das Kreuzbein klemmen. Wenn ihr in die Atmung kommt, könnt ihr auch gerne gleich bei der Abschlussentspannung darauf achten, dass ihr längere Ausatmungszüge nehmt. Also das heißt, ihr atmet vielleicht für 4 Sekunden ein durch die Nase und atmet dann für 6 Sekunden durch den leicht geöffneten Mund aus. Das machen wir jetzt gleich, wenn wir ein bisschen hier in die liegende Drehung kommen. Ihr streckt die Arme zur Seite aus. Öffnet die Beine, jetzt kreuzt das rechte Bein übers linke und Kissen weg, Becken nach links ausrichten und die Knie zur Seite ablegen. So, jetzt kann der Blick nach oben gehen oder zur linken Seite, zur linken Hand, so wie es sich im Nackenbereich auch gut anfühlt. Stresst euren Nacken nicht, spürt hier eine schöne Dehnung, lasst euch in die Matratze sinken, gebt ab. Gebt Gewicht ab, atmet mal durch die Nase, 4 Sekunden ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Ein bisschen länger als die Einatmung.
Noch einmal. Dabei könnt ihr auch schön tief in den Bauch einatmen. Das merkt ihr dann, wenn sich hier die Bauchdecke auch an leicht anhebt. Und wieder abflacht bei der Ausatmung. Bringt die Füße hier nochmal zusammen und die Knie. Reißt sie nochmal. Und jetzt linke Knie über das rechte Becken nach rechts kippen und zur linken Seite absinken. Schön. Spürt die Schwere. Haltet jetzt nichts fest, sondern lasst wirklich mal los. Schultern bleiben auf der Matratze abgelegt. Geht nochmal. Hier streckt ihr euch und reckelt. Und wenn ihr noch eine schöne, angenehme Abschlussentspannung wollt, breitet hier die Hände seitlich aus, Füße breit. Und hier nochmal den Atem fließen lassen, Gewicht schön bewusst abgeben. Richtet eure Gedanken auf euren Atem, dann könnt ihr nämlich eure Gedanken schön lenken, Kopfkino beenden, keine Ablenkung. Ja, in der Praxis nicht immer ganz einfach. 4 Sekunden einatmen, tief in die Bauchdecke, ausatmend, die Luft entweicht durch den leicht geöffneten Mund. Atme die Wünsche für den heutigen Tag ein und ausatmen. Allen Ballast weg von euch geben. Spürt einfach mal nach, wie fühlt sich euer Körper an? Fühlt ihr euch gut mobilisiert, gut gedehnt, gut aktiviert, um in den Tag zu starten? Und wenn ihr euch genug hier noch liegend, bequem, regel und gestreckt habt, kommt ihr ganz gemütlich über die Seite nach oben und es kann losgehen. Ich wünsche euch einen tollen Tag, genießt es und habt Freude. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, gerne Daumen nach oben kommentieren oder gerne auch abonnieren, dann bekommt ihr neue Infos zu allen Themen rund um die Gesundheit und für ein gutes Körpergefühl. Ich freue mich auf euch. Ciao.